So, die Kamera läuft schon mal. Der Akku zeigt an, dass er das vielleicht noch schaffen wird. Die Kamera, der Ausschnitt, zeigt sowieso schon mehr, als mir recht wäre. Naja, jetzt gucken wir mal. Das ist ein Bubble Balancer. Ja, dahinter seht ihr das, was man für kleines Geld bei eBay kriegt, dieses rote Dings da. Das ist ein Reifenauswuchtgestell für Motorradreifen. Ja, jetzt ziehen wir erstmal schöne dicke Arbeitshandschuhe an, weil ich hasse es, pechschwarze Flossen zu haben. Denn leider ist bei dem, bei ich glaube 33 mm Felgenkonus, ist Feierabend. Ne, mit der Breite der Reifen käme er ja noch hin, aber naja. So, hier muss ich erstmal das tolle Plastiksymbol aus der Felge ziehen, damit das Loch überhaupt frei wird. Tun wir da drunter, sicher ist sicher. So, ja. Auswuchten. Also an diesem Rad ist noch gar nichts gewuchtet. Demzufolge habe ich beim Fahren noch so ein leichtes Rütteln im Lenker. Dann dachte ich mir, gehen wir der Sache doch mal auf den Grund. Ja, bei der Suche nach Auswuchtmöglichkeiten, ne, größeren Konus hierfür zum Beispiel, der kostet bald mehr als dieses Gerät hier. Also nur der Konus dann alleine. Deswegen habe ich mir gesagt, probierst du das mal. Dieser Bubble Balancer, in irgendeinem Video wird gesagt, ach, für $50 ist das ja ganz in Ordnung. Ja, von wegen. Hey, kriegst du im Moment nur für 85 Euro. Und zwar auch in China. Also die haben selber auch spitz gekriegt. Das verkauft sich gut, also hauen wir den Preis ein bisschen hoch. Außerdem haben wir ja Krise hier, Krise da, alles wird teurer und überhaupt. Ja, Bubble Balancer, wie funktioniert der? Ich gehe mal in die Knie, auch wenn es ein bisschen knackt und kracht. Der Sockel erstmal, auf den Videos, die ich gesehen habe. Oh, man kann mich sehen, das ist gut. Der Sockel sah auf den Videos, die ich gesehen habe, immer so nach Plastik aus. Das ist Guss. Also ich weiß nicht, ob es Gusseisen oder Gussalu ist, aber es ist Guss. Also das Ding ist schwer. Da wird einfach nur eine Stange reingeschraubt. Oben auf dieser Stange ist ein bisschen versenkt, damit er nicht kaputt geht, ein Dorn. Ja, und hier oben drin ist dementsprechend eine Hohlkehle. Nein, Hohlkehle ist nicht richtig. Wie nennt man das? Ein negativer Kegel, also eine Hohlkehlung wäre so ein Schlitz, ne? Also ein negativer Kegel, das heißt, man kann das Ding drehen, man kann es schaukeln lassen. Und oben drin ist eine Libelle mit einer Luftblase drin, auf Englisch Bubble, ne? Daher Bubble Balancer. Ja, taucht sowas. Ja, natürlich kann das jetzt nicht irgendwie qualitativ mithalten mit einer vollprofessionellen digitalen Auswuchtmaschine in einer professionellen Werkstatt. Aber ich habe nachgeguckt, was solche Geräte kosten. Da habe ich mir gesagt, Mensch, probierst es doch vielleicht mal hiermit. Selbst wenn es noch ein bisschen besser wird, wäre es ja schon ein Fortschritt. Und ich habe nicht viele Videos gefunden darüber. Ich glaube, einer war deutsch. Der hat aber dann so viele Verkaufslinks da drin gehabt, dass ich mir gesagt, nee, das könnte zu seinem Vorteil sein, wenn er das Ding positiv bespricht. Und dann habe ich irgendwo in so einer barbaren Werkstatt im hinteren Mumbai, habe ich dann so einen gefunden, der das Ding bespricht. Ja, und er wuchtet im Rahmen seines Gewerbebetriebes ganz normal mit dem Ding Autoreifen aus. Oder Autoräder, muss man ja eigentlich sagen. Und da dachte ich, ja, okay, probieren wir es mal. Auf jeden Fall, mit dem Konus hat man hier schon mal kein Problem. Wie geht das Ganze? Ja, man schmeißt das Rad da drauf und dann federt das hier, wenn man ordentlich drückt, federt das nach unten weg, bis halt der Konus den Rest des Radgewichtes bremst. Ich muss jetzt mal ausprobieren, ob das überhaupt mit dem Gewicht hinkommt, mit dem Rad. Man kann aber diese Stehbolzen hier, die sind durchgehend Gewinde. Sind immer durchgehend Gewinde. Also jedenfalls unten ist irgendwie Gewinde, glaube ich. Kann man das also die Spannung notfalls etwas verringern. Ich habe das noch nicht versucht, deswegen probieren wir das jetzt. Der erste Schritt ist, hier oben sind, wo diese Libelle drin ist, sind drei Schrauben. Mit der kann man einstellen, dass die Libelle in der Mitte steht, wenn das Ding so rumhängt. Jetzt werdet ihr sagen, ja Moment, das ist ja gar nicht hundertprozentig gerade. Also erstens könnte man das ja hier einstellen, dass es gerade ist. Und zweitens spielt es keine Rolle, solange das Rad nicht drauf ist. Weil, wenn das hier die Neutralstellung ist und man stellt dann die Libelle mit drei Schrauben, ne, man kann so mit drei Schrauben kann man ja jede Position einstellen, die übrigens unterirdisch schlecht sind, die Schrauben. Ne? Das sind Maschinenschrauben mit ganz wenig Verstellspielraum. Katastrophal, aber es geht. Ja, wenn das Rad drauf ist und das Rad ist immer noch ein bisschen schief, macht er nichts, solange die Libelle zeigt, okay, das ist Neutralstellung. Ich glaube fast, sie wird gleich nicht die Neutralstellung anzeigen, weil, wie gesagt, der hier, ne?
Da liegt ein kleiner Schraubenzieher. Warum liegt der da? Um mich daran zu erinnern, zu sagen, bevor man das macht, soll man erstmal aus dem Profil die ganzen Steinchen auspulen. Und ja, es sind nicht wenige, die liegen jetzt hier überall rum, die kleinen Steinchen. Und dasselbe gilt natürlich für irgendwelche größeren Schlamm- oder Modderanhaftungen, die natürlich das Auswuchten ad absurdum führen. Mal probieren wir mal, ob ich armer alter Mensch das hier überhaupt aufwuchten kann. So. Ja, also aufsitzen tut er schon mal. Also bis hierhin funktioniert super. Und ich sehe jetzt schon, die Bubble ist irgendwo, aber nicht in der Mitte. Ich guck noch mal, ob ich hier so ein bisschen umschieben kann, dass er überall aufliegt mit dem Konus. Ja, der Konus liegt auf und jetzt haben wir ja eine Nullstellung eigentlich, ne? Also dieses Rad scheint also fast ab Werk ausgewuchtet zu sein. Diese Ausbuchtungen hier unten im Ständer übrigens, die sind tatsächlich dafür da, dass man einfach das Wuchtbleiter reinschmeißt. So, was haben wir denn hier überhaupt draufstehen? Ich habe mir die irgendwann mal beschafft. Ferro 5. Das sind also Eisengewichte, weil Bleigewichte sind, glaube ich, inzwischen nicht mehr zugelassen. Jedenfalls nicht gewerblich. Tja, der steht fast in der Mitte. Also. Oha, dieser ganze Reigen macht aber auch wenig Unterschied, muss ich sagen. Hätte ich gedacht, dass das mehr wäre, aber in der Tat, was hat er auch noch gesagt in dem einen Video, wenn es ganz katastrophal ist, ne, also wenn wirklich ein riesen Gewicht sonst darauf müsste, dann soll man die Luft rauslassen, das markieren, den Reifen um 180 Grad auf der Felge drehen und wieder aufpumpen, dann spart man sich möglicherweise das Wuchten komplett. Aber wenn ich hier, wie viel sind das, 15, 20, 30, 50, 60, 70 Gramm sind das hier insgesamt. Wenn ich hier 70 Gramm drauflege, da tut sich relativ wenig. Ja, ich überlege jetzt gerade, ne, ich könnte da jetzt noch so 10 Gramm, vielleicht 20 Gramm abziehen. Das wird auch noch passen. Jetzt überlege ich natürlich, lohnt sich der Aufwand? Wie genau ist die Libelle? Ich mache nochmal den hier. Oh, ist die schwer. So. Tja. Hier sagt er auch Nullstellung. Also wenn ich jetzt von oben gucke, habe ich ziemlich genau eine präzise Nullstellung. Also da habe ich schon mal richtig eingestellt. Jetzt muss ich wirklich in mich gehen. Ob ich es damit verbessere oder verschlimmbessere. Hier kann ich nochmal dran rütteln. So. Damit er auch wirklich da aufliegt. Also es ist ein Hauch abseits der Mittelstellung. Aber wenn 70 Gramm keinen so großen Unterschied machen, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das Ganze wiegt. Aber in der Tat, also würde ich das jetzt so wuchten, na, wie gesagt, nochmal 10 Gramm weniger vielleicht, das käme schon hin. Ich könnte das super auf der Innenseite hier hinter den, mal gucken, hinter den Felgen irgendwo aufbringen. Also besser wird es schon, aber ich würde mir natürlich eine höhere Auflösung wünschen. Ich könnte natürlich auch zum nächstbesten Mechaniker mit einer ordentlichen Auswuchtanlage gehen. Das habe ich nur mit irgendwelchen Motorradreifen auch schon gemacht. Und dann hieß es, oh, dafür habe ich nicht den passenden Konus. Bin jetzt gerade nicht auf dem Laufenden, wie groß der Durchmesser für das gängige Autoreifenprodukt ist. Ich bin jetzt völlig ratlos, wenn ich den runternehme. Also der Unterschied ist minimal, aber sichtbar. Tja. Wo genau ist das? Ich würde sagen, etwa hier. Na, ich lege jetzt ein bisschen weiter nach außen. Wie ist das eigentlich mit Hebelkräften? Ich glaube schon, wenn ich es außen hinlege, ist es ein Unterschied zu weiter innen, oder? Oder täusche ich mich da? Aber 70 Gramm? Ach ja, man kann übrigens auch so machen, ne? Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Dann hält man es auf der Gegenspur mal an und lässt es in Ruhe auspendeln.
Ja, jetzt zeigt er da ein bisschen weiter nach unten hier, oder? Gucken wir nochmal. Ihr seht schon, das ist eine hochwissenschaftliche Geschichte, die man hier macht. Man kann natürlich sehr schön sehen, ob man wirklich mit dem Kopf genau drüber ist, indem man die Rundung dieses grauen Halters mit der roten Rundung darunter so in Flucht bringt. Das passt eigentlich ganz gut. Jetzt sagt er, es wäre hier ein bisschen was nötig. Ja, digital wäre besser. Aber wer nichts hat, der muss halt pfuschen. Ne? Ich habe bestimmt irgendwo noch so einen weißen Fettstift, mit dem man die richtige Stelle markieren kann, um dann von hinten was zu kleben. Sollte man übrigens vorher sauber machen, die Klebestelle. Ja, wird es jetzt besser oder nicht? Ich kann es ja einfach auf Verdacht kleben. Schlimmste, was ich verliere, sind ein paar Gramm Eisen. Ja, ich glaube, so kann man das lassen. Ha. Da würde ich sagen, ach komm, ich habe doch hier bestimmt irgendwo ein Messer oder sowas. Dann mache ich das einfach ab. Dann gucken wir mal, wie das hier mit dem Gewicht hinkommt. Na, ich glaube, hier sind noch 10 Gramm, vielleicht sogar 20 zu viel. Ich schneide mal 20 ab. Na, die Bleistücke, die werden ja nur zusammengehalten hier von Klebefolie. Ist aber gar nicht so leicht, mit dem Messer dazwischen zu kommen, ohne sich selber die Finger abzuschneiden hier. Ja, so ist das, wenn man alt und schwach wird. Habt ihr es knacken gehört? Das war mein Knie. So ist das, wenn man alt und morsch wird. Doch, 60 Gramm, eher 60 Gramm, tatsächlich. Gucken wir auch nochmal. Das passt schon. Hätte ich nicht gedacht, aber das passt schon. Was ich jetzt tun werde, ist, ich habe irgendwo Fettstifte, denn dann mache ich hier eine Markierung auf die Felge. Und ich würde sagen, ich muss tatsächlich genau hinter die Felge gehen. Ja, praktischerweise genau hinter den Speichen hier. So, da gehe ich dann rein. Ein Steinchen jetzt hier, die alle aus der Felge rausgezumpelt, aus dem Reifen gezumpelt. Da werde ich das aufkleben. Ja, ich weiß nicht, muss ich euch das dann nochmal zeigen, wie ich es aufgeklebt habe? Wahrscheinlich eher nicht. Denn die Grundfunktion ist ja klar. Wenn ich dann mit allen vier Reifen durch bin, montiere ich sie wieder auf, mache eine Probefahrt und dann erzähle ich euch, wie es war. Wahrscheinlich, ich hoffe, wird das heute noch passieren? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haue ich einfach das Video schon mal raus, ohne die Ergebnisse zu erzählen. Und die Ergebnisse folgen dann spätestens morgen. Kriegen wir schon hin. So. Ich glaube, das reicht eigentlich. Viel mehr gibt es da auch nicht so zu erzählen. Danke fürs Reingucken. Meine Kamera hat gehalten. Die steht nämlich aus Höhengründen. Steht sie nämlich auf einem Couchtisch mit Stativ. Die ist immer ein bisschen wackelig. So, dann würde ich sagen, erinnere ich erneut daran, nicht mit einem gewissen Mimimi in der Stimme, dass ich der Mann bin, der seine Videos immer selber ausmachen muss. Kameras, seine Kameras immer selber. Man muss konkret bleiben heutzutage.